Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Ich befinde mich heute mal auf der Karte Römerberg V3.2. Nach einer viel zu langen Zeit fahre ich heute mal auf Römerberg mit einem C2 Überlandbus, Gelenkbus. Aus dem Adventskalender, aus dem letztjährigen Adventskalender. Ich mache das mal das da oben zu, dass ich habe das ja alles schon eingestellt. Ich brauche das jetzt gleich nur noch im Kassensystem eingeben. Erstmal schwingen wir uns mal in das Steuer und rüsten das bei dem Bus auf. C2 aus dem C2 Buspaket, was halt am 24.12.2022 im Adventskalender zum Download gab. Diese Busse habe ich ja natürlich auch installiert. Da muss ich, glaube ich, noch mal ein Update noch mal drauf installieren, weil es kann sein, dass jetzt hier bei mir der Bus jetzt halt noch extrem leise ist, wie ein Reisebus. Wir klicken mal hier auf das Gerät mal auf Start. Loggen uns mal ein. Verkäufernummer, PIN ist 4x9. Ich mache heute halt mal keinen Livestream, sondern ich mache ein Let's Play. Ja, Eingabe oder übernehmen. So, jetzt ist halt die Frage, welche Linie fahren wir jetzt überhaupt? Das können wir jetzt erfahren, indem wir jetzt mal erstmal das Licht anmachen. Im Fahrerbereich. Machen wir erstmal die Karte rein hier in den Fahrtenschreiber. Mustermann. Okay. Letztentname 15.05.2017 steht hier. Neuer Eintrag. Ja. Okay. Schichtende No. Ach, geguckt. Einfach nur okay drücken. Wir sind jetzt natürlich am Arbeiten. Ach, okay, einfach. Ja, bitte. Beginn Land, Deutschland natürlich. Eingabe gespeichert. Haben wir jetzt schon mal den Fahrtenschreiber schon mal eingerichtet. Beim C2, bei dem G3-Generation-Add-on, glaube ich, war das mal. Da hat man den Fahrtenschreiber, glaube ich, anders eingerichtet. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt einen gab. Eigentlich ist das bei Stadtbussen ja eigentlich nicht so zwingend erforderlich, dieser. Erstmal gucken wir, welche Linie wir fahren, nämlich die 635. 6, 3, 5, 0, 0, 8, CC, nochmal weg. 635, das ist die Regionalbuslinie, die wir fahren wollen. In der Route muss ich jetzt raten. Vielleicht kann man das auch ein bisschen aus dem Fahrplan erkennen. Ich rate jetzt mal einfach Route 2. Route 2. Okay. Richtung Römerberg? Richtung Westbahnhof? Nein. Müssen wir nochmal auf Funktion gehen. Schicht. Routenauswahl. Ja, eigentlich wollte ich Routenauswahl machen. F. Weil leider anders geht es nicht. Nochmal Routenauswahl. Schicht. Hallo. Ich weiß nicht, ob dieses Gerät sich auch automatisch wieder fängt. Die Karte können wir wieder weglegen. Richtung Westbahnhof fahren wir natürlich nicht. Es gibt ja auch Nachtlinien auch auf dieser Karte. Damals habe ich ja mal einen kompletten Umlauf gefahren. Jetzt muss ich mal auf... Hallo? Warum geht das jetzt wieder nicht? Oder zurück. F. Auf Funktion halt, Schicht. Routenauswahl. Route 1. 1. Okay. Ja, okay. Okay, da unten.
Richtung Zavelstein ist auch falsch. Wir fahren eigentlich um 6:20 Uhr, aber nicht, glaube ich, nicht in Richtung Zavelstein. Nämlich nach Römerberg ZOB. Dann muss ich mal eingeben Route 3. Nochmal über die F-Taste hier. Oder erreicht F. Ist halt so ein Berliner Kassensystem halt hier drin. Hallo, nicht so eilig hier. Ich will auf das nochmal auf Schicht. Routenauswahl. Nummer 3. Gucken, was er jetzt anzeigt. Okay. Ja, Eingabe. Ne, nicht 0. 3. Eingabe. Jetzt macht er hier gar nichts mehr. Weil nach Zavelstein fahren wir nämlich nicht. Egal. Das ist immer so eine Sache, warum man den Bus. Wahrscheinlich kennt er die Route jetzt nicht. 635, der fährt nämlich nicht nur bis nach Zavelstein, sondern bis nach Römerberg-Zopp. Genau das wollte ich jetzt halt eingeben, aber leider macht er das nicht. Zielhaltestelle Westbahnhof. Er sagt mal, Westbahnhof will ich fahren, Mensch. Nochmal F drücken, Schicht. Der Fahrplanwechsel, nein. Der Fahrerwechsel, nicht so schnell. F, Schicht, Routenauswahl. Ja, warum klappt hier mal mein Mikrofon immer runter? Irgendwann sitz ich auf dem Boden. Muss ich einmal kurz Geräusche machen hier. Ich will jetzt auch kein alten MAN-NG fahren, weil da geht das dann wesentlich besser. Ach, das war jetzt okay. Sollen ja auch jetzt auch zufällige Ereignisse passieren. Ob das auch im Singleplayer der Fall ist, weiß ich nicht. Jawohl. Nee, immer noch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Erreicht. F. Route 1. Gucken, was er dann sagt. Okay. Ich überzavelsch. Ja, wohin? Ich gebe jetzt mal von mal erreicht ein. Gucken, was er jetzt hier anzeigt. Wir haben natürlich orangefarbige Matrix jetzt hier am Start. Wahrscheinlich nicht. Linie 635 zeigt er jetzt hier gar nichts an. Auch nicht schlecht. Richtung Überzavelstein steht hier. Ist der Motor jetzt an? Ja. Ich glaube, es werden jetzt auch keine Leute einsteigen. Warum zeigt er jetzt hier kein Ziel an? Das verstehe ich jetzt nicht. Es muss auch immer was falsch sein, ne? Ja, fahren wir schon wieder mit einer Verspätung hier los. Ah, doch, hier steht Römerberg-Zopp über Zavelstein. Aber ob der das jetzt auch gleich in der Matrix jetzt hier anzeigt, weiß ich nicht. Er zeigt jetzt hier nur die Buslinie 635 an. Das ist natürlich sehr doof. Muss ich halt gleich mit zum alten MAN wahrscheinlich hier fahren, wa? Habe ich eigentlich keine Lust drauf. Fahren wir zur Haltestelle. Manfred! Mit Außenschwenktür. Also mach natürlich das mal besser. Morgen. Morgen? Junger Immer Mann, normal das so. Licht ist aus. Das Licht ist aus. Ja.
Muss erst mal gucken, ja. Und dann will schon jemand Fahrkarte fahren. Die stressen mich hier am frühen Morgen. Das habe ich nur im Fahrerraum Licht angeschmissen, wa? Nochmal auf Pause raus hier. Ja, doch, richtig. So. Ich wollte einen Fahrschein. Ja, weiß ich. Lalalala. Fahrschein. Ich wollte einen Fahrschein. Ja, nimm, da kannst du wieder aussteigen, wenn du so ungeduldig bist, ey. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie? Entschuldigung. Lalalala. Ach. Entschuldigung. Ich wollte einen Fahrschein. Ja, weiß ich. Verkauf hier. Verzeihung. Verzeihung, ja, ich weiß Verzeihung. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Kaufte ich Sie. dir. Es gibt genug Automaten auf der Entschuldigung. Straße, ja? Verzeihung. Was ist das für ein Kassensystem hier? Entschuldigung. Was ist das für eine Entschuldigen Kasse, Sie. bitte? Ich wollte einen Fahrschein. Ja, das weiß ich, dass Sie eine Karte Entschuldigung. kaufen möchten. Hallo? Entschuldigung. Verzeihung. Ja, typisch Berliner Kasse wieder hier. Entschuldigung. Da weiß man nicht, was man überhaupt jetzt. Entschuldigung. Entschuldigung. Ah, jetzt Entschuldigung. 2,70. Bitte. 30 Pfennig. Das war jetzt ein bisschen viel gewesen, wa? Meckern Sie nicht hier rum, Mann. Dann nehme ich, da kriegt noch was raus, wa? Das war jetzt nicht alles. Ja. Ah, ey, ist das so ein Scheiß hier? Wirft der. Hallo? Was ist hier Da los? kriegt er noch was wieder. Ja, weiß ich. Wie viel denn überhaupt? Ich schmeiß das mal alles. Ich resette das nochmal. Bitte. 30 Pfennig. Was ist denn da? Was ist das? Da kriegt er noch was wieder. Ja, das weiß ich. Da, 30 Pfennig. Was ist mit dir los? Ach so, 1 Euro. Das war jetzt ein bisschen viel gewesen, Hä? wa? Meine Güte. Danke. Ja, bitte. Guten Ja, Tag. Kasse ist ein Hallo. bisschen scheiße. Was bitte? Was möchten Sie noch bei so einem Fahrschein, ey? Meine Fresse, was ist denn da los, ey? Entschuldigen Sie, mein Entschuldigen Fahrschein? Sie? Ja. Was ist hier los, ey? Entschuldigen Sie Ach, bitte, da. junger Mann. Ja, ich bin tot. Bitte. Nochmal das gleiche Problem hier wieder, ey. Entschuldigen Sie. Ach, junger Mann, ach, junger Mann, da waren wir aber Spendenabend. Ja, die Kasse ist ein bisschen scheiße. Ich glaube, ich sollte mal den Fahrkartenverkauf abstellen. Da muss man sich jetzt erstmal umgewöhnen, dass jetzt hier 5 Euro rauskommt, hier, ach, 5 Mark rauskommt, hier eine Mark. 50 Pfennig. Ja, das ist ja hier, ab dann hier, wo 20 ist, 10 Pfennig, glaube ich, 5 Pfennig. Muss jetzt mal kurz, ja, 5 Pfennig, 10 Pfennig, 50 Pfennig, 1 Mark, 2 Mark, 5 Mark. So. Ja, fahren wir mal, Lift mal los, bevor wir hier. Bevor der nächste Bus hier noch kommt. Fahrbus. Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen wieder umgewöhnen auf D-Mark, weil auf Römerberg wird ja mit D-Mark bezahlt. Vielleicht kann man das ja auch umändern, dass man auf Euro verwendet. Aber danke, Ampel. Haben wir einen Busstreifen hier oder? Keine Ahnung, ich bin so lange nicht mehr hier gefahren. Burgstraße. Mit Mozart. Ansagen von Mozart. Halten wir heute mal ein bisschen Classic heute mal. Burgstraße. Ja, so weit sind wir noch nicht. Wo sind wir? Da ist er. Aber den Tacho kann man wirklich gut ablesen. Muss man echt sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt das neue Dashboard ist. Bin ja damals mit einem O407 gefahren, damals aus der ersten Generation, also aus der ursprünglichen Generation. Habe ich ja die ganze Nacht mal hier in Omsi verbracht, auf der Karte Römerberg. Bin mal gespannt, wie ich mich heute mal schlage. Müsste jetzt aber erstmal links abbiegen, das weiß ich ja noch. Oh, die Ampel ist grün, umso besser. Ich habe mir da heute mal gedacht,
Und für die Leute, die jetzt halt auf der Playlist OMSI, Let's Play OMSI oder OMSI 2 da auf meiner Playlist schauen, wünsche ich auch erstmal den Leuten alle, erstmal allen Zuschauern ein frohes neues Jahr. Habe ich voll vergessen. Sie kommen ja viel zu spät. Morgen. Ich weiß, dass ich viel zu spät komme. Sie kommen viel zu spät. Wie immer. Ja, weil ich erstmal Krieg führen musste mit der Kasse. Graf von Galenstraße. Da kommen wieder richtig alte Erinnerungen hoch. Da bin ich damals, habe ich damals, war ich noch damals, ich sag jetzt mal, von einer Live-Firma halt Mitarbeiter noch von bei IKEA damals. Da hatte ich nämlich auch Nachtschicht bei IKEA gehabt. Bei IKEA Distribution Services. Wir erfrieren die noch, wenn sie es nicht wärmer machen. Machen wir die Klima anfangen. An Automatikklima an. Sollte der Bus eigentlich. Wir müssen sparen, leider. Die. Das ist auch so ein Manko, ja? Öffentlicher Busverkehr, ja? Will jetzt auch die Heizung runterfahren. Ich verstehe das nicht. Ich habe das auch schon vor 2 Wochen. Ne, Quatsch, vor 2 Wochen nicht. Am Anfang Dezember. Katharinenplatz. Anfang Dezember habe ich das schon gemerkt. Das heißt, ich bin. Ich fahre mal wieder zu schnell. Der Bus gibt aber ziemlich gut Gas, der Bus. Hier ist wieder die nächste Haltestelle. Aber das Kassensystem fängt sich halt automatisch eigentlich wieder. In den meisten Fällen. Jetzt kommt hier Oma bestimmt. Wäre zu spät. Schön. Hallo. Schönen guten Morgen. Wir fahren ja am frühen Morgen. 6 Uhr ist ja noch dunkel. Ihr seht, ich fahre jetzt auch wieder mit Busbetriebssimulator. Ich habe mir das jetzt heute den 3.1. halt auch mal dieses Premium gegönnt. Ein Jahres. Aber habe ich da, also ein Jahres. Ein Jahresnutzer habe ich, also so eine Jahresnutzung habe ich jetzt halt gekauft. Burgfeldterrassen. Ich war jetzt am Anfang erstmal ein bisschen skeptisch gewesen, dass man jetzt jedes Jahr für ein Premium-Mitgliedschaft bezahlen muss. Aber auf der anderen Art und Weise kann man PDB auch verstehen. Irgendwie muss das ja finanziert werden. Aus dem Grund habe ich jetzt gesagt, komm, weißt du was, ich kaufe mir das heute mal. Und habe dann halt über den Busbetriebssimulator heute Römerberg jetzt irgendwie zum Laufen bekommen, wie ihr seht. Als ich das nämlich manuell installiert habe, von Hand. Morgen. Sag mal, der Fahrplan ist auch nur zur Deko da, oder was? Ja, der ist heute zur Deko da. Das Rumgemaule kannst du dir mal sparen. Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Ja, gebe ich dir doch jetzt. Sie haben mir was Falsches gegeben. Hä? Halle, Sie haben mir was Falsches gegeben. Können Sie mir dann auch noch mal einen Fahrschein geben? Ja, wo ist denn ja die Kinderkarte? Sie auch mal? Ich kenne. Reagieren Sie auch mal? Ich reiß gleich das Kassensystem hier aus dem Bus raus, ey. Reagieren Sie auch mal? Entschuldigen Sie. Ach, 1,20 Meter. Können Sie mir dann auch noch mal einen Fahrschein geben? Ja, will ich dir ja. Können Sie mir dann auch noch mal einen Fahrschein geben? Können Sie mir eine Entschuldigen Sie. Geben? Ja, das ist die Tageskarte. Entschuldigen Sie, ja. Reagieren Sie auch mal? Was mache ich? Reagieren Sie auch mal? Ja, ich reagiere. Reagieren Sie auch mal? Reagieren Sie auch mal? Was ist das? Reagieren Sie auch Was mal? Was ist das für eine Schitte, ja? Ja, da kriegt das Kind ja doch. Also ich glaube, Sie haben mir zu viel Rückgeld gegeben. Sie haben mir so viel Rückgeld gegeben, ja. Geben Sie Können Sie auf mir den das Sack. Rückgeld bitte richtig geben? Ja, bitte, hier. Danke. Hallo. Leider ist das ein bisschen durchschnitten, hallo. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag. Ja, das habe ich jetzt gerade irgendwo schon gesehen. 24 Stunden. 9 Euro oder Mark. Hier muss ich ja leider wieder Mark sagen.
Film. Ja, die Eurokasse gibt, bringt einen richtig durcheinander. Könnt ihr euch eine Karte am Bus, am Automat kaufen? Obwohl hier ja nicht, aber. Zu den Zeiten, wo das, diese Römerberg-Karte rauskam, da war es eine richtig geile Karte. Ich fand die auf jeden Fall sehr geil. Grenadierkaserne. Und auch noch heute. Habe ich mir gedacht, ich habe heute mal echt mal Bock auf Römerberg. Und versuche die jetzt halt über den Busbetriebssimulator zu installieren. Gut, dass es halt geklappt hat. Gucken, ob wir vielleicht ein bisschen aufholen können, gleich auf der kurzen Autobahnfahrt. Guten Morgen. Hallo. Morgen. Berliner Kasse, ja, das ist halt das Problem bei mir mit diesen Mautschildern. Ja, zieh rüber und bremst noch ein bisschen. Pestalozzi-Schule. Dieser Wagen fährt über Zavelstein nach Römerberg. Ja, das ist dann tatsächlich doch richtig eingestellt, okay. Weil das stand jetzt einfach nur im Ziel, in der Zielanzeige. Stand einfach jetzt nur drin, also im Ticketsystem hier. In diesem Kassensystem stand jetzt einfach nur Zavelstein, mehr nicht. Anstatt einfach Römerberg ZOB anzuzeigen, deswegen das kam ich auch bis gerade durcheinander. Gut, dass ich heute im Singleplayer und im freien Spiel unterwegs bin, da ist das heute mir völlig egal. So, wir Pestalozzi-Schule, dort halten wir jetzt als nächstes auch an. Seitdem ich bei ID Logistik am Arbeiten bin, bin ich auf Römerberg schon gar nicht mehr gefahren. Sollte man lieber die Tür geschlossen, lieber nicht die Haltestellenbremse ohne Türfreigabe, drückt man halt über die Taste Rollen. Aktivieren. Ich wasche immer meine Scheibe. Ja, normalerweise sollte der Blinkerhebel. Hallo. 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 Ist ja viel zu spät. Ja. Ist kalt draußen. Was ist das? Was will der jetzt? Ein Tagesticket? Da ist die Schule. Geht die Tür alleine auf? Boah, die Oma, die... Kann ich natürlich jetzt wegen der Dame nicht sehen. Ich glaube, die Tür geht sogar selber auf. Bei dem Gelenkbus. Ja, ich fahre schon mal linke Seite rüber. Weil ich fahre es eh jetzt links ab. Auf jeden Fall sehr praktisch, da diesen C2NGÜ zu testen. Heute mal auf dieser Karte Römerberg. Es wird zwar gleich ein bisschen eng. Boah, das ist auch eine blöde Ampel, ja. Und hier steht dann nochmal eine Ampel für Linksabbieger, ganz toll. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Muss man warten, bis die Ampel da gegenüber rot wird, auch im Gegenverkehr. Hier hat man auch sehr viele spannende Objekte verwendet, aber man hat aber auch sehr viel Mods damals, Straßenmods gebaut. Das heißt, man musste damals sehr viel herunterladen. Und als ich die Karte zum allerersten Mal installiert hatte, jetzt muss ich ja mal ein bisschen Beobachtung schieben, über die Spiegel. Boah, LKW. Hast du Bleiplatten an Bord, dass du nicht wegkommst? Ja, das kenne ich auch noch, dieses Problem hier noch. Die ersten LKWs oder die allererste
Autobahn damals hier. Ausmachen, den Blinken. Da habe ich auch immer auch gesagt, sehr geehrte Fahrgäste, dieser Bus fährt über die Autobahn. Bitte schnallen Sie sich an. Bitte suchen Sie sich einen Sitzplatz. Dieser Bus fährt über die Autobahn. Bitte suchen Sie sich einen Sitzplatz und schnallen Sie sich bitte auch an. Vielen Dank. Das habe ich damals auch hier schon mal so gesagt. Ich weiß nicht, ob ich damals auch schon ein Studiomikrofon hatte, weiß ich nicht. Nur zum Unterschied, ich fahre jetzt heute in OMSI 2 mit einem C2 GU. Oh, da liegt ein Auto. In der Gosse. Natürlich nicht, aber ist liegen geblieben. Heuberg, ja, da fahren wir jetzt auch dran vorbei. Ist jetzt halt die Frage, ob das auch ein Stadtteil von Blaureuth ist. Das war damals eine Fahrt mit dem U407 damals. Und dann kam er damals im letzten Jahr, auch im Adventskalender, nochmal eine modernisierte Variante raus. Ob das auch vom gleichen Entwickler war, von Perutinus, weiß ich nicht. Den Bus hatte ich damals auch gefeiert. Das war ja letztes Jahr im Adventskalender kam der. Konnte man sich den Bus ja im letzten OMSI Webdisk Adventskalender runterladen. Die moderne Variante. Wir machen jetzt mal einen Halt. Brains. Geht die Tür selber auf? Ja, die geht selber auf. Auf jeden Fall sehr cool. Muss man nicht selber die Tür öffnen. Es sei denn, man würde jetzt mit einem, ich weiß nicht, ob es auch andere Türsteuerung gibt. Vielleicht fahren wir ja noch, haben wir ja Glück und fahren noch durch die Morgendämmerung, weil es wird ja jetzt langsam hell. Ich habe jetzt nämlich mal die Abfahrtszeit 6.20 Uhr genommen. Da sind wir natürlich jetzt erstmal, werde ich gleich mal gucken, wie spät wir jetzt überhaupt sind. Wenn die Ampel mal einen auch noch aufhält hier. Ach, ich drücke mal auf meine Konsole. Uhlbach. Wenn man Glück hat. Aua, watch. Das allererste Mal bin ich mit NNG hier hochgefahren. Das war krass. Der Bus kam fast den Berg nicht hoch. Auch den hier nicht. Und in meinem letzten Livestream bin ich ja mal zwischen Polklo, glaube ich, gefahren und ein Dorf, welches sich dann ein paar Kilometer sich daneben irgendwo sich befunden hat. Das hat mich genau diese Landstraße. Oh, Blitzer, Hallöchen. Aber ich fuhr jetzt noch keine 60. Habt ihr jetzt gesehen, da ich jetzt im Busbetriebssimulator unterwegs bin, steht auch hier wieder überall Blitzer herum. Ist hier wieder sind die Straßen wieder mit Blitzern verseucht. Hier will auch sogar wieder jemand aussteigen. Ich hoffe, dass ich jetzt auch komplett durchfahren kann bis nach Römerberg, ohne dass jetzt irgendwas vorkommt. Dass irgendwie vielleicht gleich meine Kachel oder was fehlt. Letztens habe ich die Karte halt nicht zum Laufen gekriegt. Hallo? Muss ich die Tür selber aufmachen? Tatsächlich doch selber die Tür öffnen.
Philipp LP ist ja auch am Jahresabschluss, also zu Silvester, hat er ja ein Video veröffentlicht. Da wollte er nochmal den Gletscher Express befahren mit dem C2-Bus. Also mit so einem Bus, wie ich jetzt ja so einen fahre. Waldheim, Keltenschanze. Da wollte ich auch mit so einem, also nicht ich, aber vielleicht fahre ich das mal im Sommer, Gletscher Express, für euch mal. Also im Sommer, nicht jetzt bei Schnee. Ich will mich jetzt nicht auch noch blamieren, also er hat sich hier ja nicht blamiert. Er hat es ja selbst in seinem Video als Let's Fail Video bezeichnet. Auf diese Karte bin ich damals gekommen, auch durch Philipp LP, als ich dem seinen Livestream oder Let's Play, keine Ahnung, ich glaube das war ein Livestream, gesehen habe. Da ist er mit einem Nightliner gefahren. Der fährt dann auch unterwegs in den Dörfern noch auch andere Ecken entlang. Dieser Bus, unser Bus fährt jetzt quasi komplett einmal durch jetzt. Der fährt jetzt quasi ohne Umwege jetzt halt nach Römerberg sozusagen. Das habe ich damals auch gefeiert hier mit dem Tunnel. Auch wenn kein Licht jetzt hier im Tunnel an ist. Auf neueren Karten hat man das besser umgesetzt. Da hat man einfach Straßenlaternen eingebaut, die dann halt nachts zumindest leuchten. Den Tunnel ausleuchten. Hier will keiner mit. Da fahren wir einfach weiter. Hier meckern gerne die Fahrgäste. An dieser Stelle. Wenn wir jetzt hier diese Serpentine hier hochfahren. Auch alleine schon wegen der Baustelle. Die sollte man auch mal lieber aufpassen. Ulanzür, Sternwarte. Der nächste böse Blitzer hier steht. Da oben ist nämlich die Baustelle. Da habe ich ja auch immer sehr gerne, wie ihr jetzt sehen werdet, einfach mal die, auch wenn vielleicht mal Gegenverkehr kommen könnte. In 200 Metern kommt eine Baustelle. Aber dieser Bus kommt besser den Berg hier hoch. Sollte eigentlich beim Überlandbus ja auch keine Rolle spielen. Jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren. Ich habe nämlich jetzt keine Lust auf meckernde Fahrgäste. Hier ist nämlich eine Ampel. Freundlicherweise ist sie aber mal grün. Hier sollte man, glaube ich, auch nicht bei Schnee langfahren. Wenn du dann hier einmal stehst und du willst wieder losfahren, ich glaube, dann kommst du aber auch nicht weg. Zehn Jahre später, die Baustelle ist immer noch hier. Boah, die ist aber auch nur lang. Boah, da habe ich auch mal gerne die, da habe ich auch mal sehr oft die Fahrgäste meckern lassen. Mit dem Bus macht es richtig Spaß, hier den Berg hochzufahren. Mit MANMG, damals, mit dem ich da mal hochgefahren bin, das hast du gar nicht geschafft. Der Mercedes O407, der hat das zwar geschafft. Vielleicht werde ich mich mal wieder bei einem Busbetrieb bewerben. Und dann halt auch als angestellter Busfahrer irgendwo fahren. Werde ich vielleicht auch Let's Play-Aufnahmen wieder machen. Jetzt im Winter. Hallo Blitzer, wie geht's dir? Grüß dir sogar noch einen Blitzer hier. Kannst du mal sehen, ja? Gut, dass ich das noch vorher, mich noch selbst vorher noch gewarnt habe. Fahr mal lieber schön brav 30, ey. Auch wenn wir den Fahrplan einzuhalten haben. Aber das Serpentinengefahren hört jetzt auch gleich auf.
Ja, das ist war auch eine Qual, hier immer mit dem MMG hier den Berg hochzufahren die ganze Zeit. Und danach, als es dann wieder bergab ging, da musste man halt aufpassen, dass die Bremsen nicht heiß laufen. Das war ein Abenteuer. Das hat man auch richtig dann am Dashboard gesehen, dass die Bremsen zu heiß laufen. Und dann fing ich ja irgendwann mal an, Citarus zu installieren, diese erste Generation Citaru, die C1. Und dann habe ich dann auch angefangen, mal an der AI-Liste von Römerberg zu basteln. Und habe mir dann selber damals diese Citarus C1 dann halt überall eingefügt. Bin auch schon mal mit dem C2 damals aus dem 3-Generationen-Add-on auch schon mal hier diese Buslinie abgefahren. Hier fährt auch ein historischer Bus, nämlich der SD200. Da ist auch ein Blitzer. Da will die Stadt mal richtig die Autofahrer und Busfahrer zur Kasse bilden. Das wird bestimmt überall so sein. Die stehen jetzt bestimmt ein paar Kilometer Entfernung, stehen immer ein paar neue Blitzer bestimmt immer. Da wette ich mit. Da hast auf jeden Fall sehr viele große Rechte, wenn du jetzt mal so wie so ein Verkehrsraudi fährst. Aber wer will auch hier schneller fahren als 30 Kilometer, ja? Im Grabenladen landen möchte ich jetzt auch nicht. Zieht sich das in die Länge. Ja, auf jeden Fall der Entwickler, der diese Karte gebaut hat. Oder ich weiß nicht, ob das auch mehrere waren. Oh, Kollege. Kollege. Da hast du dich jetzt ab. Ich habe Kollision aus. Ich fahr weiter, Bus, ey. Roll nicht da noch rückwärts im Berg runter, ey. Kam grad Kollege. Kollege! Ja, der gibt aber wenigstens Gas, der Bus. Aber die KI-Busse, die schaffen immer alles nach fahren, schaffen trotzdem Berge hochzufahren. Damals gab es ja noch keinen Bus. Betriebssimulator und auch kein Add-on-Manager. Da habe ich diese Karte dann halt manuell installiert. Irgendwo musste man halt. Wo wollen die mit? Nein. Dann läuft weiter dämlich durch Lande. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell wir fahren dürfen. Immer noch 30. Sollte man lieber mal machen. Wo ich ja jetzt privat fahre. Wieblinger Forst, alte Abtei. Alte Abtei. Guck mal, auch was von Abtei sieht. Ein Kloster oder so. Ja, jetzt dürfen wir mal ein bisschen schneller fahren. Haben wir kurz auf die Kasse geguckt. Auf dem Land ist auch immer sehr wenig los, wie ihr seht. Das war auf Städte 3 anders. Da stiegen auch sogar Fahrgäste mitten auf dem Lande sogar ein. Einfach mal 60 km/h, ich habe nämlich stehende Fahrgäste. Gib Gas, du LKW, ey. F90, ey. Oh, zu schnell. Kann man vielleicht mal ein bisschen Verspätung reinholen. Zurück reduzieren. 60. Bremsen mal lieber runter hier. Nicht, dass hier gleich ein Blitzer wieder kommt, ein Blitzkasten. Wir sind auf jeden Fall... Ach Mensch. Na gut, dass wir jetzt hier keine Ampel haben. Weil hier fahre ich mal langsam. Ich habe es auch mal sehr gerne geschafft hier mal. Hier ist ein Fahrgast. Den nehmen wir natürlich mit. Hier auf. Hallo. Hallo.
ja die hintere Tür offen. Ah ne, die Haltestellenbremse war ja weg. ETS2 werde ich aber weiterhin live streamen, aber wenn das hier so wie beispielsweise OMSI ist. Trossingen. Wie schnell der Fahrt hier fahren. Nicht, dass sie hier gleich wieder Buff macht, also Blitz. Ihm was Rotes hier entgegenblitzt hier. Und das nennt sich Blitzer. Was kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Ja, auch diese Straße ist eigentlich eine gemoddete Straße, also so eine umgebaute. Damals ging das ja dann auch los mit diesem... Ja, wir fahren jetzt einmal rechts. Diese Karte hat auf jeden Fall sehr viel Abwechslung zu bieten. In Römerberg gibt es sogar eine Uni. Wir fahren jetzt einmal kurz in den Ort rein und drehen dort uns wieder um. Auch sehr krass. Trossingen, ja, da fahren wir jetzt einmal rein. Selbst sowas hat die Buslinie zu bieten, dass man einmal... Oh, guten Tag. Aber so richtig schön versteckt am Laternenpfahl. Hier ist aber richtig verseucht, aber wirklich. Das macht dir überhaupt keinen Spaß mehr, ja? Du musst ja nur noch aufpassen hier. Alle Türen auf. Ich hoffe, dass die hintere Tür jetzt auch offen ist. Guten Tag. Guten Tag. Morgen. Eine Tageskarte, bitte. Einmal die Tageskarte für Sie. Also der Zeit auch war schon wieder im Zehner. Hallo? Ruckelkonzert brauchen wir nicht. Fahrkarte verkaufen, bitte. Hallo. Hallo. Kollege. Ja, fahren wir durch den Bus, du Penner, ey. Gut, dass ihr mit dem die Kollision abgestellt habt hier. Ja, Kreisverkehre hasse ich einfach nur. Selbst das hat man sogar schon OMSI gehabt. Kreisverkehr. So, wo müssen wir jetzt wieder raus? Die nächste. Dann gehen wir die Taste 9. Hm, Nummer. Sollte man am besten mal die Nummer auch ausschalten. Parkplatz. Nummerblock. Nicht, dass ich hier gleich Aufnahmen beende oder mein Mikrofon ausschalte. Auf Nummern, auf 6, auf 4. Vom Nummerblock habe ich nämlich Mikrofon muten eingestellt, also die Taste dann halt. Und wenn ich die Taste 6 auf dem Nummernblock drücke, dann aktiviere ich das Mikrofon wieder. Römerberg. Hallöchen auf ein Comeback. Ich freue mich aber richtig. Alte Karte, aber neuer Bus. So muss das sein. Muss auch mal sein. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Bin zwar jetzt noch ein bisschen am Fahren. Ich hatte heute mal früher Feierabend gehabt. Da habe ich mir gedacht, komm, weißt du was, ich nehme für euch mal heute OMSI 2 auf. Hallo Tunnel. Also werde ich doch nochmal OMSI 2 hochladen. Die in Form von Videos nochmal Let's Plays machen. Aber auch nur in OMSI. Weil da kann man nämlich auch kurze Buslinien fahren. Ich hoffe, das Mikrofon ist trotz allem noch sehr gut zu hören. Also hat noch gute Klangqualität. Hallöchen, nicht so in die Gosse fahren. 60 dürfen wir fahren. Gletscherparkplatz, dort fährt ja auch der Gletscherexpress vorbei.
Zeitweise fährt er auch sogar von Zavelstein auch los. Und ab und zu fährt er auch einfach nur die gekürzte Strecke. Dann fährt er quasi, pendelt er zwischen Gletscherparkplatz und Talstation Gletscherexpress. Also dieser sogenannte Gletscherexpress. Guten Tag. Hier wollen sogar welche aussteigen, auch nicht schlecht. Geht die Tür auf? Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Schönen guten Tag. Hallo. Schönen guten Tag. Ich hätte gern eine Tageskarte. Eine Tageskarte für Sie? Ich hoffe, ich komme jetzt mal ein bisschen klar mit dieser Kasse hier. Bitte. Hallo. Dann, hallo. Guten Tag. Danke, das war ich selber. Guten Tag. Selbst der O400, ich glaube, das ist der Nizia, glaube ich, V2, der damals im Jahr 2021 im Adventskalender drin war. Dieser O407. Berghalde, Zavelstein. Benimm dich, Omsi. Ah ne, ist, glaube ich, immer noch 50 angesagt. Berghalde? Daran kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, auch 30? Sollte man mal lieber fahren. Obwohl ich jetzt ja hier privat im Singleplayer unterwegs bin. Ja, 50 sollten wir jetzt auf jeden Fall dann jetzt fahren. Das finde ich richtig cool hier mit den Tunnels hier. Die gibt es aber auch auf Tettau. Boah, was ist denn das? Der fährt ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Halt doch einfach mal das Maul, Manfred. Was hältst du davon? Ein bisschen Fußlaufen könnte dir auch nicht schaden, sage ich jetzt auch mal. Wer so frech zu mir, wer immer solche doofen Kommentare beim Busfahrer hinterlassen kann, der muss auch mal was einstecken. Damals habe ich ja, glaube ich, nicht so viele Sprüche gekloppt auf Römerberg damals. Das war damals bestimmt die coolste Karte damals in OMSI 1. War das wahrscheinlich die beste Karte bestimmt. Damals dort fing es ja auch schon... Oh, ich sollte mal halten. Ach, scheinbar aber nicht. Die Tür auf. Hallo. Mal beobachten. Hallo. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Das fällt Ihnen aber ziemlich spät ein, dass Sie sich noch eine Tageskarte kaufen müssen. Bitte schön. Ja, danke sagen ist hier im Römerberg sehr. Ist leider im Römerberg Mangelware. Fahren jetzt geradeaus. Hier rechts könnte man jetzt auch abbiegen, wie man es in der Mini-Karte sehen kann. Hier sind auch, glaube ich, auch keine Häuser drin, die irgendwie neu. Da hat man wirklich damals die Häuser aus Berlin-Spandau genommen, aber damals, zu der Zeit, hat man das aber gefeiert, wie das dann hier einfach nur die Gebäude aus dem Original OMSI 2 verwendet worden sind. Und dann irgendwann hieß es dann, ja, man muss jetzt mal neue Gebäude erstellen für irgendwelche Zavelstein. Zavelstein. Wenn ich halt mal ab und zu mal husten muss. Boah, hier ist auch mal ätzend. Diese Stelle ist auch mal sehr ekelerregend. Sowas haben wir in Dortmund-Marten auch. In Dortmund-Marten in der Meile. Da ist auch eine ziemlich breite... Hallo Blitzer! So viele Blitzer habe ich ja noch nie gesehen.
Hier ist auch, glaube ich, 30 angesagt. Hier muss man echt heute aufpassen wie ein Schießhund. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ein Fahrschein bitte. Ein Fahrschein. Hallo. Okay. Hallo. Regeltarif 2,70 kostet dies, dieser Regeltarif. Dankeschön. Bitte. Hallo. Einmal Schüler bitte. Einmal Schülerticket. Hallo. Ja, wieder dieses dumme. Nee, Quatsch. Zurück. Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Ja, dieser Kasten ist ein bisschen dämlich heute. Tut mir leid. Ich glaube, Sie haben mir da was Falsches gegeben. Was? Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Ermäßigt? Ja, dann ist das das. Entschuldigen Sie? Ja, die Karte hast du ja schon mal. Dann 3 auf 3. Also ich glaube, Sie haben mir zu viel Rückgeld gegeben. Ich wollte eigentlich auf die 50 noch klicken. Danke. Bitte. Die Kasse ist ein bisschen dämlich. Also, die Kasse ist jetzt nicht dämlich. Nicht falsch verstehen, bitte. So meine ich das halt nicht. Das ist halt dämlich, wenn man jetzt halt noch hier mit D-Mark hier den Zahlungsverkehr hier noch mit D-Mark hier bestreitet, sage ich jetzt mal. Wenn der Zahlungsverkehr halt noch in D-Mark hier. Ich hatte jetzt gerade im Mietergedächtnis gehabt. Ja, jetzt ist mir das Wort quasi verschluckt. Habe ich das Wort wortwörtlich verschluckt. Absolviert nicht. Hört sich ein bisschen doof an. Der Zahlungsverkehr wird hier noch in D-Mark hier absolviert, aber das heißt ja so nicht. Der Zahlungsverkehr wird halt noch in D-Mark hier durchgeführt. Können wieder ein bisschen schneller fahren, aber nicht in der Kurve, am besten nicht. Geradeaus kann man, glaube ich, ne, das ist sogar 50. Bremse, Bremse. Total Tankstelle. Ja, total, also Tankstellen hat man hier auf jeden Fall. Ja, die Spritpreise, die dort dran stehen, die kann man jetzt wirklich, wirklich so übernehmen in Euro jetzt. Ist wirklich so. Ja, ich darf aber 50 fahren. Dann sollte ich das auch machen. Aber nicht so durch die Kurven so schnell fahren. Ja, ihr hört jetzt leider den Sound des Busses nicht so gut, weil ich muss noch den Patch installieren. Da muss ich nochmal über Google C2 Bus-Paket eingeben mal und gucken nach einem Patch. Ich dachte, da wäre wieder ein Blitzer. Nicht so nah am Felswand fahren mit dem Bus. Wieder diese Serpentin auf der Karte. Sieht man das ja? Merkwürdigerweise, so als ich jetzt hier nach langer Zeit mal wieder den Busbetriebssimulator gestartet habe, hat der Busbetriebssimulator es erkannt, dass ich Omni Navigation installiert habe. Oder ich musste da irgendwas, glaube ich, machen. Wir müssen jetzt links abbiegen. Bin auch damals mal mit dem SD hier rumgegurkt, mal. Mit dem Doppeldecker. Mit dem Standard-Doppeldecker-Bus. Der Doppeldecker. Der Doppeldecker. Was der Florian Karl immer gerne sagt. Obwohl, nee, das war, glaube ich, eher ein Zuschauer, der dann einfach Doppeldecker geschrieben hat. In den Chat. Aber den seine Streams gucke ich aber auch sehr gerne an. Aber sollte ich auch mal wieder tun. Zumindest die auf YouTube. Wenn er erst auf YouTube streamt und dann auf Twitch.
Philipp LP gucke ich halt auch gerne mal die Videos halt an. Die auch mal machen auch sehr spaßig. Sind eigentlich auch sehr spaßig. Gerade alleine schon durch diese coolen Sprüche, die er dann lässt. Seitdem ich dem seine Videos halt angucke, mache ich das jetzt halt genauso. Früher habe ich gesagt, lass sie da halt mal da hinten ruhig meckern. Jetzt meckere ich aber auch zurück. Obwohl ich ja gebürtig, also ich keine polnischen Wurzeln habe. Jetzt rappelt es wieder, weil wir über Betonplatten fahren. Ach, hier ist keine Haltestelle für uns. Ne, die reagieren auch auf unseren Bus nicht. Dann fahren wir weiter. Wusste ich jetzt gar nicht. Ja, zurück würde man jetzt hier auch rechts in diese Bucht auch reinfahren. Ja, jetzt. Die Minikarte sagt zwar nicht, dass wir dort halten sollen. Er wird jetzt auch langsam hell. Behalten Sie einfach mal die Fresse. Was halten Sie davon? Ich kann auch nichts dafür, dass die Straße hier aus Betonplatten besteht. Ich habe die Straße nicht gebaut. Dieses Gemeckere hier jedes Mal, ey. Haltestelle verlegt. Boah, das war auch damals mal richtig fancy. Wie man das damals zum ersten Mal in Omsi gesehen hat, das hat man damals auch richtig gefeiert. Diese Baustellenbereiche. Das ist halt auch, das muss man auch nachträglich installieren. In Omsi gibt es sowas ja nicht. Omsi kannte ursprünglich mal keine Baustellen-Einrichtungsgegenstände, wie zum Beispiel Baken, Bauzäune, Schilder, Baustellenschilder, Ampeln. Ja, die Ansage geht auch gar nicht weiter, ja. Aber ich bin ja auch ein Regionalbus. Kann sein, dass mal einige Halte ausfallen gelassen werden. Nur mal gucken, was ich da für eine Verspätung jetzt gerade habe. Außerhalb von einer Stadt, da geht das komischerweise wieder sehr gut. Nicht zu schnell werden, aber 50 fahren sollte eigentlich ein Fahrgast akzeptieren. Da ist nämlich schon wieder ein Bauernhof. Ich weiß nicht, ob das halt auch Standard von Omsi 2 ist. Hat man das... diese Gebäude genommen und halt einen Stall dargestellt. Das ist sogar ein Stall. Ich hatte schon mal vor längerer Zeit schon mal wieder Bock gehabt auf Römerberg, aber als ich es installiert habe, versucht habe selber manuell zu installieren. Hallo? Fahre ich jetzt hier einfach nur Expressbus oder was? Bin ich jetzt ein Reisebus? Ja, die Ansage geht auch nicht weiter. 20 Haltestellen haben wir unterwegs anzusteuern. Die Ansage geht auch gar nicht weiter, merkwürdigerweise. Kann sein, dass... Ich weiß ja nicht, ob dieser Bus halt eine In-Anzeige hat, wo Haltestellen angezeigt werden.
So, fahren wir mal brav 50 hier. Müssen wir mal kurz die rote Zeile mal anmachen. Ja, meine Querstraße, da kommt ja auch die Haltestelle endlich. Wollte schon gerade sagen, was ist denn jetzt hier los? Haltewunsch, wird gedrückt. Ich glaube, wir sind jetzt sogar schon in Römerberg, so wie es aussieht. Da hat man auf jeden Fall auch sehr so gebaut, dass man hier auch einige Buslinien fahren kann. Oh, Brems. Bremsbus. Ja, ich wollte jetzt nicht hastig bremsen. Das sieht jetzt sehr stark danach aus, dass wir in Römerberg jetzt angekommen sind. Ich hoffe, dass wir die Ampel noch sehen können. Ich wollte jetzt halt nicht fahrgastunfreundlich bremsen. Musicland. Ja, im KI fahren natürlich nur alte Busse rum. Ja, mach mal grün da. Es gibt aber auch andere AI-Listen, die man damals mitgeliefert hatte. Da habe ich mal einfach eine AI-Liste genommen, die damals... Hallo. 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 Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Das Mädel wollte jetzt, glaube ich, nicht mit. Ja, die dritte Tür wird wahrscheinlich automatisch aufgehen oder fahrgastgesteuert. Das heißt, der Fahrgast drückt hinten auf den Knopf und dann geht die Tür selber auf und schließt sich nach 3 Sekunden. Sobald sich dort kein Fahrgast mehr drin in der Lichtschranke befindet, geht die Tür dann selber wieder zu. Kollege, guck, was der jetzt machen will. Ja, Richtung Römerberg fahren. Okay. Mit einer 4-minütigen Verspätung. Auch nicht schlecht. Damals schon in OMSI 1 war das den Leuten... Römerberg Universität. Also. Römerberg Universität. Fahren wir jetzt auch noch dran vorbei. Ich hatte mir damals auch mal... Ich weiß nicht, ob wir vielleicht an dieser Straße jetzt gleich vorbeifahren. Vielleicht fahren wir gleich dran vorbei. Wo es dann plötzlich in so eine 30er-Zone geht. Nicht gut. Boah, das ist hier damals eckig gebaut. Und das hat damals Kevin Nitschmann auch gemacht, auf alle Straßen eckig gebaut. Das geht hier teilweise sogar hier besser. Ging es hier da teilweise sogar besser. Der alte Markt kommt gleich auch noch. Aber wir fahren jetzt nicht direkt durch die Uni. Da würde man jetzt halt hier rechts abbiegen. Aber es gibt auch eine Buslinie, die fährt auch direkt zur Universität. Da, wo jetzt gerade der Kollege auch rausgekommen ist. Die Nightliner, der macht das nämlich. Alle aussteigen, die zur Uni wollen. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Wir sind schon wieder zu spät gekommen. Wir sind wieder zu spät gekommen. Ach, da will jemand eine Karte kaufen. Ah, oh, Mensch. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ja, weiß ich, dass Sie eine Karte kaufen möchten. Entschuldigung? Das regt mich heute wieder auf hier. Nee. Dankeschön. Sehr schön. Ich muss immer noch überlegen, was drücke ich jetzt da für eine Wippe. Ganz bitte. Weiter geht's. Ja, bleib mal ruhig da schön dahinter. Du hast Zeit genug. Ab zum alten Markt. Da geht's rechts zur Uni. Einmal kurz reingeguckt habe, rechts. Da geht's halt zur Uni. Aber dieser Bus fährt jetzt halt da nicht her. Das
macht dann halt eine andere Buslinie. Alter Markt, Stadtmitte. Herzlich willkommen in Stadtmitte von Römerberg. Alle raus. Zu spät sind sie mal wieder. Wieder zu spät. Morgen. Also pünktlicher geht ja auch nicht. Ja, ihr meckert mal alle rum hier. Ganz schön spät dran. Ja. Meckert mal ruhig rum hier. Tut sehr gut, das Gemeckere hier. Lasst mal ruhig die Wut raus. Guckt ihr jetzt schon mal draußen? Entschuldige Sie, ich wollte eigentlich eine andere Fahrkarte. Hä? Was ist das für ein Kart? Entschuldigung? Was wollte der überhaupt haben? Eine Kurzstrecke, Short? Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ja, weiß ich, dass Sie eine kaufen. Ja, die Karte hat er schon mal genommen zum Glück. 2, 3, 5 Bilder, ja, weiß ich. Pünktlichkeit ist auch nicht wegen so ihr, oder? Wegen kriege ich meinen Termin nicht mehr. Guten Morgen. Was für Termine haben Sie? Ich hätte gerne eine Kurzstrecke. Nochmal diese Kurzstrecke hier. Kurzstrecke Regeltarif. Mit dem Ding muss man erstmal zurechtkommen, ey. Bitte. Wegen mir kriege ich meinen Termin nicht mehr. Die hätten doch vorlaufen können, ey. Geh, bock dich hoch, du Bus. Ich will weiterfahren hier. Sonst komme ich noch später. Rathaus. Damals auch sehr gut die Idee, einfach das Spandauer Rathaus als Stadtrathaus genommen. Römerberg Rathaus. Guten Tag. Vor unserer Nase. Ja, ich mache gleich mal einen Screenshot vor dem am ZOB von Römerberg, damit ihr auch mal seht, dass auch die das dann halt anklicken. Halt mal nicht mit so einem alten Ömmelbus unterwegs heute, mit einem gut modernen Bus. Ich hoffe, die Tür ist aufgegangen. Guten Tag. Guten Tag, bist du gleich beschränkt. Ja, heute ist mein Mikrofon halt nicht mehr vom... Boah, geh hoch, du. Bock dich hoch, du Bus. So. Jetzt kommt gleich ZOB von Römerberg, endlich. Was ich sagen wollte, mein Mikrofon liegt heute nicht mehr vom... Römerberg Busbahnhof, Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Vielleicht hört sich die Tonaufnahme oder meine Sprachaufnahme heute etwas besser an. Mein Mikrofon habe ich jetzt wieder in mein Studio-Mikrofonhalterung wieder oder in meine, auf meinen Ständer wieder drauf gemacht. Ich habe jetzt einfach mal improvisiert, weil... Mir gefiel das halt selber nicht, wie dann halt immer schön meine Tastatur zu hören war. Ja, hier halten wir nicht an, komischerweise. Als Nachtleiner schon. Man denkt sich, man wäre selbst in einem Reisebus. Der Busfahrer vorne hört ja fast gar nichts. Der hört kein Motorgeräusch. Auch hier fährt geradeaus ein Bus. Das heißt, manche Busse gibt es, die dann halt über die Ampelkreuzung hier rechts weiterfahren. Kommen von links und fahren rechts weiter. Fahren dann nach rechts weiter oder umgekehrt. Ach ja, stimmt, du darfst auch ja fahren. Dann macht das. Busbahnhof. Oder auch der Bahnhof. Ich glaube, der Bahnhof ist ja auch dort mit Eisenbahn. Boah, mein Mikrofon wird auch mal kleiner hier. Matratzenkonkord. Auch erstmal auf diese Idee zu kommen, das als separates Gebäude dahinzustellen. So, meine lieben Freunde, wir erreichen nun jetzt den Römerberger ZOB. Jetzt muss man sich mal ein Beispiel nehmen. Kevin Nitschmann hat es nicht geschafft, dass diese Schranke hier hochgeht. Ich glaube, die gibt es nämlich auch in Berlin-Spandau an der Nervenklinik, ich weiß es aber nicht ganz genau, wo dann halt nur Busse durchgelassen werden.
Aber überlegt euch das mal. Einer, der so eine Freeware-Map baut, steigt 3. Muss ich mal gucken, ob man das auch irgendwie sieht. Das wird dann wahrscheinlich die 1 sein, dann hier die 2 und hier die 3. Dort halten wir jetzt ein. Das heißt jetzt halt Pausenplatz. Hier pausieren die Busfahrer. So, alle raus hier. Alle raus. Ja, alles zu spät. Der Fahrplan ist heute zum Vergessen. Alle raus. Sobald die Fahrgäste alle mal hier ausgestiegen wird, leider, Matrix funktioniert nicht, deswegen tut mir, werde ich aber trotzdem Screenshot machen. Ach, die Tür machen wir zu. Mal ein bisschen weiter rauszoomen, damit man auch das Gebäude sieht. Ich nehme das jetzt auch wirklich als zentralen Punkt. Mal mit über die Taste F4. Lass mal den Bus mal kurz alleine. Unser Bus sollte natürlich trotzdem drauf zu sein, auf dem Bild zu sehen sein. Ja, ich spiele das jetzt leider über den Busbetriebssimulator, deswegen gibt es jetzt halt auch Menü-Buttons zu sehen. Halt hier einblenden, aber sollte erstmal für das Let's Play uninteressant sein. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Schreibt mir gerne positive oder negative Kommentare unter das Video. Besser gesehen natürlich ein Abo auf meinem Kanal da lassen. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Video erscheint, aktiviert bitte gerne die Alarmglocke. Und ich sage es an dieser Stelle. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und haut rein, bis zur nächsten Folge Let's Play Omni 2. Mit mir, dem Markus Schlaut.